wurde. Aber ich bin auch echt doof. Ich hab's doof zu kapieren. So läuft halt ein typischer Denkprozess bei mir ab. Also langsam fange ich es an, das Ganze hier zu hassen. Ich kann nicht glauben. Ja. Und hier müssen wir das dann hin. Ja. Toll. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das gar nicht. Wollen Sie mich ärgern oder was? Der Scheiß muss doch irgendwie hin. Ach Gott, ich weiß auch nicht. Also ich bin wirklich am Kapitulieren. Also da muss ich mal schauen. Teil der langen Beine, ja. Glaub ich dir. Lügen haben kurze Beine. Sogar sehr kurze. Hier. Hier. Müll. Wo wird es hier? Hier, das hier? Ach so. Genau, das hier ist das eine Ding. So. Naja, wenigstens mal was Neues. Lapis Lazuli. Naja, komm ich auch hier einfach hinniederlassen und runter geht's. Die Kristallhöhle. Aber die Eingänge, die sind hier irgendwo weiter oben, da komme ich natürlich nicht hin. Und das wäre, naja. Das ist ja das Problem. Und dann muss ich hier irgendwie... Deswegen sage ich ja auch, ich mache heute mal nur eine 2-Stunden-Session und dann werde ich dann wohl mal privat mal ein bisschen nachgucken, was da eigentlich, was ich eigentlich nicht verstanden habe. Und diesen einen... Oh. Diese eine Stelle da, diese eine gottverdammte Scheißstelle.
wenn es so weitergeht, dann kann man sich denken, dann irgendwann fangen wir an, kann man nicht noch anders Gangster hier zu hassen. Hier wird wohl verlangt, dass man einen Intelligenzquotienten von mindestens 250 hat. Das kann doch nicht sein. Zapfensaum. Ja, lade ich den Zapfenstreich ein, wenn das so weitergeht. Und dann hau ich den mal nur rein. Wie die ja kommen. Furchtbar, furchtbar. Das Spiel an für sich ja, macht ja Spaß. Aber ich wünsche mir, dass die... die Progger hier mal im Nachfolgeprojekt den Fokus mehr auf Geschichte denn als irgendwelche irrsinnig schweren Dungeons legen. Ich bin kein Fan von diesen super duper bockschweren Scheiß Dungeon-Geschichten hier. Tja. Nichts gegen Zelda und so eine Geschichten, aber Zelda, ja, diese Geschichten. Laufe Kälte. Da war ich ja schon mal, ne? Genau, da war ich ja schon. Also ich weiß auch nicht. Die ziehen den Schwierigkeitsgrad auch einfach ein bisschen zu streng an. Ein bisschen zu hart an. So meiner Meinung nach. Ich weiß, es ist so, man. Die Spiele werden mittlerweile immer einfacher und einfacher und einfacher und einfacher. Und dann wird es immer leichter. Und immer leichter. Aber... na, das hier ist immer schon aus einem Dungeon, ne? So. Weg des Lauf des Schocks. Den hab ich doch. Nö, den hab ich noch nicht gemacht. Ich probier's mir nicht mal. Durch Feuer. Aber damit kriegst du absolut nichts hin. Also wie gesagt, ich bin echt kein Fan von diesen, von solchen Denksportaufgaben. Jedes Zelda-Spiel, das ich kenne, ist einfacher als das hier. Ich weiß. Die Spiele werden mit im Laufe der Jahre wurden mit der Zeit immer einfacher und einfacher und einfacher. Und dann manchmal immer, die müssen so einfach sein, dass jeder Volldepp spielen kann. Klar, man kann die Daumenschraube, sag ich mal so, auch mal ein bisschen anziehen. Mit angezogenem Schwierigkeitsgrad eben. Aber man kann es ja auch übertreiben. Und ja, und dann ist das hier, das hier auch das Ergebnis. Und da gibt es wieder so etwas dürfere Leute wie ich, die verstehen nicht, wie das Ganze hier funktionieren soll. Aber der zieht doch hier alles an, der kann ich hier so wegballern. Wollen Sie mich verarschen oder was? Der zieht an, der ist mir hier. Wie ein Magnet.
Das stößt nicht ab, sondern sieht an. Was haben die dich dabei gedacht bei dem ganzen Scheiß? So. Der erste Raum ist mal der einfachste. Also meistens. Aber. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Also wenn ich hier... So, nur so. Mal sehen. Man sieht, ich komme nicht immer auf die einfachsten Sachen hier. Und das war jetzt auch irgendwie mehr so ein spontaner Einfall. Ich zieh mal einfach mal zu mir ran. Ich probiere es einfach mal durch. Also, meine Kritik sollte klar sein. Die Spiele dürfen nicht zu einfach sein, aber auch nicht zu schwer. Ein Problem ist dann nämlich... wenn man die Spiele zu einfach macht. Klar, dann gibt es eine Kritik. Und voll einfach. Und wenn man sie zu schwer macht, dann sind sie wieder so... ist doch voll schwer, Mann. Klar, aber die Herausforderung muss ja da sein, nur Schwierigkeitsgrade. Ja, die angezogene Schwierigkeitsgrad, das muss nicht unbedingt sein. Das muss ja nicht unbedingt sein. Nein. Also, die könnten nicht beim nächsten Projekt mal drum bemühen. Dass die Spiele auch mal. Dass der Fokus mehr auf Geschichte. Auf gutes Geschichten erzählen. Beruht nicht immer nur. Naja, wisst ihr, was ich meine? Hoffentlich. So, also. Ich muss jetzt verfahren. Was ist, wenn ich... So. Und da fangen wir die Probleme wieder an. Wenn es immer mit Schockelement und Blitz, also Schock und Schall geht, dann bin ich immer meistens immer so dumm und kapiere die ganzen Regeln hier einfach nicht. Der Lauf des Schocks. Dann muss ja der Fokus ja auch immer auf Schock legen. Ja gut, das war jetzt auch ganz einfach. Noch ist es ganz einfach. Die eigentlichen Probleme werden ja noch kommen.
Ach so, hier ist eine dieser Dinger hier. Ja, so, also funktioniert das Ganze. Wie lange läuft das hier Ganze schon? Ach, nur eine halbe Stunde und dann werde ich dann... Also, ich probiere es mal durch. Ich muss ja erstmal probeweise mal ein bisschen mal testen. Hier, die hat sie nicht. Hier wird nur dieser eine hier. Ja, gerade so eben Glück gehabt. Truhe geortet. Nur immerhin haben wir den hier schon mal geschafft. Und dann werden die aber auch immer ein bisschen schwieriger, die Dungeons. Die könnten beim Projekt Terra, das könnte ich auch ein bisschen einfacher machen. Weniger Dungeon-lastig, vielleicht hier na, ein paar optionale Dungeons, die für diejenigen, die es ein bisschen schwerer mögen. Und ja. Ach so, hab ich gerade. Ich dachte. So, auf jeden Fall. Projekte, da könnten die schon ein bisschen einfacher machen. Nicht ganz so tricky. Nicht ganz so bockschwer. Ich habe schon Leute, die vielleicht nicht ganz so schlau oder haben sich so die Intelligenz einmal. Also, ja, man braucht manchmal so ein Erfolgserlebnis, wenn er zu viel Frust sich aufstaut. Klar, dass dann im. Na, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr. Ehrlich gesagt, ich wundere mich sogar, dass ich CrossCode überhaupt durchgezockt habe, durchgeschafft habe, CrossCode durchzuzocken. Und mal. Ich dachte, man müsste hier. Ach so. Ich meine, dass wir es herausgefunden haben. Da muss man nämlich.
und dann muss man. Ach, die können ja nicht. Ich muss hier mal. So. Die können nicht durch, ne? Nee. Aber ich dachte. Schon. Also können wir nicht. So, einfach nochmal von vorne. Achso. Man muss doch irgendwie es schaffen, das Ganze hier hinzuzaubern. Ich kenne es ja nur. Also ich komme irgendwie nicht ganz hinter. Was hier? Wo man? Nein, zaubern. Ich überlege gerade. Da müsste man ja eigentlich. Ich probiere mal. Reiche mich dann nämlich. Nein. Oh, ich dachte schon. Ich dachte mir, wenn man das so macht. Könnte man. Also beim Projekt der gerade könnten die auch echt mal ein bisschen was Einfacheres machen. Weil es wird dann immer ein bisschen so frustrierend. Ich weiß, mich zwingt niemand dazu, das zu spielen, nur. Das Blöde ist ja halt, ne, wenn man praktisch keine Erfolgserlebnisse hat, wofür hat. Dann staut sich dann der Frust auf, dann beginnt man so Sachen immer zu hassen. Wie lange der Ball wohl hält, der Ballon wohl hält. Also ich verstehe das irgendwie nicht. Wie lange läuft die Aufnahme jetzt schon? Schon. Oh, wir sind fast zu weit. Wisst ihr was, ich probiere das jetzt nochmal einmal aus. Und ich weiß auch nicht.
Ja, ne. Funktioniert alles gar nicht. Und dann fällt er dann hier runter. Das ist keine praktikable Lösung. Da kann man ja schon mal das gar nicht sein. Ich überlege hier gerade. Ich weiß, ich habe nichts dagegen, wenn Spiel mal ein bisschen eine Herausforderung haben. Nur ist ja noch ein bisschen Overkill. Was? Aber hier geht das, ne? Aber hier soll das immer gehen. Aber hier geht auch gehen. Komisch. Ich weiß nicht. Man probiert zwar vieles aus, ich probiere zwar viel gerne viel aus, nur irgendwann ist natürlich auch Ende Gelände bei mir. Ja, sag ich doch. Irgendwas stimmt ja doch gar nicht. Vielleicht muss man ja. Oops.